Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Blended Coaster. Wir verschönern jetzt ein bisschen die Warteschlange, damit die 100% Szenerie hat und wir brauchen Abfalleimer. Die brauchen wir eh grundsätzlich. ja, Abfalleimer hier. Weil ansonsten wird unser Park einfach so unnütz verschmutzt und jeder heißt, ich bin in den Müll getreten und ich möchte mir das nicht mehr länger anhören. Deswegen gibt es überall Mülleimer. Wunderschön. Und da vorne jetzt noch ein paar Bänke, dass man sich ausruhen kann. Obwohl nach Bänken wird ja jetzt nicht so geschrien. Da heißt es nicht so alle 5 Minuten, boah, ich brauche eine Bank. So, wie viel haben wir? 58 ist jetzt nicht so geil. Ich würde einfach mal sagen, hauen wir da vorne irgendwie mal so einen Drachen hin oder so. Ein Drache, der schön die Fresse hält. So, einmal hier hin. Und einmal hier hin. Sollte eigentlich ausreichen. Tut's auch. Und jetzt können wir es auch teurer machen. $10. Kommt her, Leute. Okay, ich muss warten, bis ich Geld habe, weil der Forge 2 ausgefallen ist. Wie schön. Irgendwie bewege ich mich immer weiter ins Minus. Ist es nicht so schön? Mein Getränkeladen läuft recht gut. Meine Toilette auch. Ja, cool. Könnte nicht jeder einfach sagen, mein Park ist einfach nur super, 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 super. Und keiner sagen, bäh, alles ist voll und okay, ich habe wieder Kohle. Dann bauen wir gleich das nächste Fahrgeschäft, würde ich mal sagen. Was haben wir noch nicht? Hier, Pothos. Was bist du denn? Du siehst klein und niedlich aus. Nicht wirklich, aber ich möchte jetzt nichts Falsches über diese Achterbahn sagen. Du brichst. Ach, das durchbricht das Gelände. Immer noch? Dann halt so. Not my problem. Eingang platzieren. Platzieren wir den Eingang einfach mal hier hinten. Und den Ausgang gleich hier. Und den Eingang machen wir schön an unseren Freund hier vorbei. Ich möchte keinen Premium-Eingang. Ich mache hier auch keinen Premium-Eingang, weil ich das Gefühl habe, nicht, dass das irgendwas bringen würde, sondern einfach nur, dass es nervig ist, das dann dauernd hinzustellen. Das wird eine große Warteschlange, weil ich irgendwie das Gefühl habe, dass es gut laufen wird. Könnten wir vielleicht einfach auf Bodenhöhe kommen? Danke. Okay, ist geöffnet. Freut euch. So, Quali. Okay, 35. Da vorne könnten wir einen guten Geldautomaten meiner Meinung nach hinmachen. Weil Geldautomaten ja schon immer wichtig sind, weil wie der eine halt dann weggelaufen ist und meinte so, boah, ich habe kein Geld mehr, nee. Ich möchte das hier bauen. Darf ich das nicht? So, wunderschön. Ja. Ich glaube, ich brauche noch ein bisschen mehr als das eine. Habe ich so das Gefühl. Ja, ich glaube irgendwie, dass dieser Geldautomat wenig bringt, aber ich kann ja noch eine Bank daneben stellen. Diese wunderschönen Plastiktrüne. Okay, es gehen Leute schon mal drauf, das ist schon mal nicht schlecht. Sicherheitskameras könnten wir hier auch mal überall. Ich möchte eine Sicherheitskamera anwählen und nicht den Scheiß. Und da vorne könnten wir auch noch eine gebrauchen. So, wie viel haben wir? 40.
Cool. Szenerie. Was fehlt unserer wunderschönen Warteschlange denn? Audio? Braucht ihr ein bisschen Musik dazu? Oder braucht ihr, wie Extras eher nicht, Requisiten, ein bisschen Animatronik? Jonglieren danach. So alle paar Meter ein. Ich finde es eigentlich sehr eindrucksvoll. Und 100% wahrscheinlich nicht, weil es einfach nur so drei Sonaren waren. Ja. Wir müssen noch irgendwas Krasses da hinstellen können. So eine Fassrollbahn. Wir haben zwar kaum Geld, aber hey, eine Fassrollbahn will noch drin sein. Dass man nicht rüberschauen kann. Hier ist so eine Falltür. Eine Kanone. Hexenhaus. Ach nee, das war riesig. Wir könnten es da hinten so hinstellen. Okay. 75 war es? Nein, ich brauche noch ein bisschen. Warum braucht es so viel? Okay, dann baue ich da jetzt einfach nochmal einen Drachen hin. Ein Drache bringt da recht viel. Hyperspin gilt nicht mal als neu. Ich glaube, es ist eh noch nie jemand damit gefahren. Ich noch ein Fressender? Nee. Wie viel hat's? 100 passt. Können wir den Preis verdoppeln? $20 bitte. Ja, jetzt muss halt nur noch irgendjemand hier hinterkommen. Hey Leute, hier hinten ist voll krass, kommt alle hinter. Flight of Dragon hat auch oft technische Probleme. Hier steht zwar eh keine alte Sauern, aber hey. Wo geht es hier? Wartung. Ich will damit fahren. Cool, ja. Dann fahrt damit. Warum solltet ihr nicht damit fahren können? Ich verstehe es nicht. Okay, es kommen aber wieder ein paar mehr Leute nach da hinten. Hier ist zwar nicht vergleich mit diesem Weg hier, wo einfach alles voll ist, aber wir könnten echt mal irgendwie Werbung schalten. Aber ich habe halt Angst, dass dann einfach alles nur überlaufen ist, was eh schon überlaufen ist. Deswegen mache ich das eigentlich nicht. Aber wir machen mal ein Personalgebäude, weil da so ein bisschen Platz ist und Personalgebäude ist ein guter Platzfüller und macht Sinn. So. Personalgebäude 11. Ich brauche 10 Mitarbeiter da drin Platz. Und Bonus, sagen wir mal. Ja, das macht doch Sinn. Hier bestätigen. Besucher müssen zufrieden sein. Ich habe da ein freies Personalgebäude. Gerade gebaut. Leute, beschwert euch nicht. Ja, verlasst den Park, juckt mich doch nicht. Hier möchtest du eine Beförderung haben, wirst du auch glücklicher? Nein. Hier 90, auch 90. Oh, unsere Forschungen sind fertig. Wiedergeboren, um zu lupen. Buh. Cannon Runner. Degen. Ja. Marketing, ich weiß nicht, ob das Sinn macht. Gäste, was denken die denn? Ja, wir wollen alle nur mit demselben Zeug fahren. Alles andere ist scheiße. Ich bin ja so glücklich. Ja, 35% sind glücklich. Die anderen beschweren sich einfach über unnütze Dinge. Ich verstehe es nicht. Personal ist auch sehr zufrieden.
Erwachsenen am meisten sind Familiengruppen da. Okay, dann verabschiede ich mich mal an dieser Stelle und wir sehen uns dann das nächste Mal wieder bei Planet Cusa. Bis dahin, tschüss.